Books, Books, Books. Yay! Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es ein Video, das schon sehr lange angefragt ist. Eigentlich schon immer, seitdem man dieses gute Stück hinter mir im Hintergrund von irgendeinem Video gesehen hat, habt ihr mich immer mal wieder gefragt, Caro, was für Bücher hast du? Und aus dem Grund gibt es heute endlich die lang ersehnte Bookshelf-Tour. Ich baue mir jetzt einen Sessel hier. Ich entschuldige mich übrigens auch schon mal direkt dafür, wenn ich den Namen der Autoren nicht aussprechen kann, aber von Trudy Canavan habe ich auch die Novizin. Da habe ich alle Teile von und noch keinen Teil von gelesen. Die Meisterin, die Rebellen, der erste Teil. Das nächste Buch ist Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Da habe ich bisher nur die Serie zugesehen und nicht das Buch. Das Buch ist auch ausgeliehen von einer Freundin von mir. Dann habe ich hier Metro 2033 von Dmitri Glukowski. Noch nicht gelesen, aber immer nur Gutes drüber gehört. Ich glaube, ich habe auch den zweiten Teil. Metro 2034. Wenn ihr übrigens von den Büchern, die ich euch jetzt zeige, irgendwas gelesen habt, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Vor allem von denen, wenn ich die jetzt noch nicht gelesen habe, würde mich super interessieren, was ihr dazu denkt. Dann auch, weil ich es bei einem Booktuber gesehen habe, habe ich mir Red Rising von Pierce Brown geholt. Dann habt ihr ja auch in einem alten Haul-Video von mir gesehen, dass ich dieses Herzklopfen auf Französisch geholt habe, weil diese eine YouTuberin doch so darüber abgelästert hat. Ich wollte mir auch noch eine eigene Meinung bilden. Von Scott Westerfeld Ugly wollte ich unbedingt noch lesen, die Reihe. Auch in meinem Regal Will and Will von John Green und David Levithan. Gone von Michael Grant. Delirium von Lauren Oliver. Letztendlich sind wir dem Universum egal von David Levithan. Von Laurie Nelson Spielmann, Morgen kommt ein neuer Himmel. Auch ein Platz in meinem Regal, weil ich es noch nicht gelesen habe, ist Two Boys Kissing von David Levithan. Shatter Me von Tahir Mafi. Just in Time Care von Brad Anthony Johnston. Dann hat Mona damals immer ein bisschen über Cora Carmack in ihren Videos erzählt und deswegen hatte ich mir, weil ich den Namen gesehen habe, auch Losing It geholt. Das Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin, besser bekannt als Game of Thrones, Die Herren von Winterfell. Außerdem Magisterium von Holly Black, ein sehr schönes Cover, wie ich finde. Ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber ich habe es mir damals gekauft, weil sie hier in der Buchhandlung war. Und da habe ich mir das von der Holly unterzeichnen lassen. Hier ganz oben haben wir ein Buch, das habe ich meiner Mama, glaube ich, mal gekauft und selbst gelesen. Das ist Lucian. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, worum es geht. Ich weiß nur noch, dass ich es richtig gut fand. Dann darf natürlich nicht auch ein Biss-Buch fehlen. Ich habe hier Bis zum Ende der Nacht von Stephanie Meyer. Ich habe auch Twilight von Stephanie Meyer. Ehrlich gesagt, habe ich Lust, es nochmal zu lesen. Dann habe ich auch Begin Again von der Mona, von Mona Kasten. Und sehr cooles Buch. Das hat damals meine Tante mir geschenkt. Die englischen Rosen von Madonna. Dann habe ich Calendar Girl hier von Audrey Collin? Die Wunschliste von Jill Smolinski habe ich in der Schule mal gelesen und ich hatte sehr gute Erinnerungen daran, deswegen wollte ich es nochmal lesen, ohne es lernen zu müssen. Margos Spuren von John Green. Looking for Alaska von John Green. Where Rainbows End von Cecilia Ahern. Sehr cooles Buch, das ist Love Rosie, falls ihr es vielleicht unter dem Namen kennt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Rick Yancey? Die fünfte Welle. Harry Potter und der Stein der Weisen. Dann Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Der vierte Teil Harry Potter und der Feuerkelch. Ich habe hier auf jeden Fall Orden des Phönix. Ist ein bisschen kaputt, ist auch schon echt alt. Das ist von meiner Mama, weil meine Mama die Harry Potter Reihe zuerst gelesen hat und ich sie dann von ihr bekommen habe. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Meine Tante ist die Beste, die hat mir das geschenkt und wollte nicht, dass ich weiß, wie teuer es ist. Also hat sie hier reingeritzt, um den Preis wegzumachen. Kann man auch machen. Dann haben wir hier Harry Potter and the Cursed Child, aber ohne Hülle. Harry Potter and the Philosopher's Stone von J.K. Rowling, den ersten Teil, aber nochmal auf Englisch. Er sah so süß aus, dieser Teil. Guckt euch das an, wie cute. Selection von Kiera Cass. Das ist der zweite Teil aus der Selection-Reihe, die ich sehr gerne mochte. Der dritte Teil aus der Selection-Reihe, den ich, wie gesagt, noch nicht gelesen habe. Dann haben wir Die Auserwählten im Labyrinth von James Dashner. Unpopular Opinion. Ich mochte das Buch nicht so gerne. Und es hat mich sogar damals dazu gebracht, dass ich kurzzeitig gedacht habe, dass ich keine Bücher mehr lesen mag. Aber dann habe ich ein anderes Buch gelesen und es war wieder alles okay. Weil ich natürlich damals so viel Gutes darüber gehört hatte, hatte ich mir direkt den zweiten Band geholt und den habe ich noch nicht angefangen zu lesen.
Natürlich habe ich auch die Schattentraumreihe von Mona. Es ist ein bisschen schon durch Rucksäcke und so, hat es ein bisschen gelitten. Dann der erste Teil der Schattentraumreihe von Mona Kasten hinter der Finsternis. Und der erste Teil der Legend-Reihe kann ich wie gesagt nur empfehlen. Legend von Mary Lou, Fall der Himmel. Prodigy von Mary Lou aus der Legend-Reihe. Champion von Mary Lou, das ist eine richtig gute Reihe und ich habe sie verschlungen damals. Dann Divergent von Veronica Roth. Natürlich auch der zweite Teil von Veronica Roth, Insurgent. Ist übrigens die englische Ausgabe. Ich glaube von den anderen, das war auch die englische Ausgabe. Dann natürlich auch der dritte Teil von Veronica Roth, Allegiant von der Divergent-Reihe. Ich werde mich später darum kümmern, hier alles wieder schön einzusortieren. Aber jetzt gehen wir erstmal noch zum anderen Teil der Bücher über. Tada! Ich habe mir gedacht, ich habe mir alle Bücher hier hingeholt, die da hinten in der Schublade waren, damit wir uns da nicht in diese Ecke quetschen müssen. Einmal ist da noch die ganze, oh mein Gott, City of Bones Reihe. Habe ich natürlich alle. Sind das alle? Ja. City of Bones, liebe, unfassbar liebe diese Bücher. Cassandra Clare hat unterschrieben für Carola. Und dann ihre Unterschrift ist einfach nur so. Auch die nächste Reihe ist Cassandra Clare und zwar die Clockwork Reihe, also die Infernal Devices. Habe ich auch unfassbar geliebt. Lady Midnight. Ich bin noch nicht ganz so weit, aber ich mag es auch sehr gern. Ich mag einfach die ganze Shadowhunters World. Sehr gut gemacht, Cassandra. Im Sherlock Holmes Museum habe ich dann noch The Adventures of Sherlock Holmes gekauft. Außerdem habe ich auch natürlich die Hunger Games Reihe. Hier fehlt jetzt der erste Teil, weil ich den einer Freundin ausgeliehen hatte, was ich noch wieder kriegen musste. Von Suzanne Collins. Fangirl von Rainbow Rowell, auch ein sehr gutes Buch. Rowell, sehr gut. Ich bin auch so ein kleiner Nicholas Sparks Fan. Das heißt, ich habe auch noch ganz viele Nicholas Sparks Bücher, zum Beispiel Bis zum letzten Tag. Mit dir an meiner Seite das Lächeln der Sterne. Für immer der Deine und Wie ein einziger Tag. Ganz viel Nicholas Sparks. Mein absolutes Lieblingsbuch aus meiner Kindheit, Herr der Diebe von Cornelia Funke, durfte auch nicht hier in Köln fehlen. Außerdem durfte auch nicht fehlen Mathilda von Roald Dahl. To Kill a Mockingbird von Harper Lee, auch ein Buch, das ich in der Schule gelesen habe und jetzt gerne nochmal einfach so lesen möchte, ohne den ganzen Lernpart. Und The Perks of Being a Wallflower. Ich hoffe, euch hat meine Bücherregaltour gefallen. Wenn ihr Meinungen zu einzelnen Büchern habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir immer alles durch und beantworte so viel ich kann. Zu eurer Linken findet ihr jetzt zwei weitere Videos, die euch gefallen könnten. Klickt euch gerne mal durch. Ansonsten kommt ihr jeden Sonntag um 10 Uhr morgens ein Video von mir online. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr kein einziges Video mehr verpassen. That's it. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.